Brust, dass Schluss ist. Vielleicht kämpft Grigori Mesiuti nochmal. Das wäre uns allen zu wünschen. Ja, das braucht er. Für die Silbermedaille sogar. Für Bronze müsste er 9,875 turnen. Und das hat er drauf eigentlich. Wobei, 9,875. Und jetzt kämpft er. Stützwaage. Und jetzt geht's hoch. Nach diesem Halt. Da sieht man jede Muskelfaser. Szenenapplaus dafür. Mit Recht. Der Mehrkampfzweite von Barcelona. Mit Mehrkampfqualitäten. Zweiter am Boden. In Barcelona. Und jetzt doppelt gestreckt. Wie ein Uhrwerk lief diese Übung. Das war ja noch mal ein Knaller. In Abhängigkeit davon, ob das 10,0 waren oder nicht, existiert die Möglichkeit oder nicht, noch auf Platz 2 zu kommen. Herrlich. Die erste akrobatische Reihe. Eigentlich sah er nach dem gestrigen Wettkampftag wie der heutige Sieger aus. Bis zur Hälfte dieses Wettkampfes heute auch noch. Und dann kam Unruhe rein. Nicht vergessen, er hat schon viele Meriten, aber ist erst 23 Jahre alt. Ja, ja, Grigori, wir sehen uns ganz bestimmt in Atlanta. Und auf den Zwischenstationen bis dahin, in Dortmund im Herbst. In Puerto Rico bei den Einzelweltmeisterschaften und bei den großen Welttitelkämpfen nächstes Jahr in Japan, die als Olympia.